Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Avernum. Wir sind hier im Castle der Sliss und werden hier gleich in einen Hinterhalt geraten, hat man uns schon freundlich angekündigt. Und wenn man uns das so freundlich ankündigt, können wir uns ja vorbereiten. Okay. As you reach the center of the throne room, the portcullis slams shut behind you. As you start to look for an escape route, a gate to the east opens. Several Slith warriors stand on the other side, eager to enter and slay you. Another Slith warrior walks up to the west gate. He is enormous, a full 7 feet tall, much larger than any Slith you've ever seen. He wears a golden torque and wields a spear of full 7 feet long. He's all bone and muscle. This is the infamous Lord of the Barbarians, Lysericae. As you gawk at him, he raises his spear and says, "Ah, humans, here in my lair, I've been waiting for you, and now you come. Now we fight, and I avenge the death of my brothers and sisters." Ich spare mir das mit der. "You will duel warriors who begged me the right to fight you to get the honor of your deaths." Das ist auf Dauer zu anstrengend und meine Stimme ist sowieso nicht mehr ganz okay. He lowers his spear and steps back from the gate. His voice will have to point at the chamber, whatever. Okay, und wo ist der Chef? Ist hier, ja? Irgendwo. Okay. Okay. Das falsche Feld, aber besser als nichts. Dann geht dahin und schlag den mit so und. Okay, das ist ja eher so ein kleines Massaker, was wir hier anrichten. Okay. "Now you will face a true foe. You will face those who risk all to make your sacrifice, who will feed on your hearts and your power and offer it up to the gods." This shouts this, but his heart isn't in it. You doubt he's optimistic about their success. He steps back from the gate. It opens. Several shamans step into view. Okay. Okay. Ja, ich sehe die Knöpfe, ich sehe die Knöpfe. You stand among the carnage of the throne room, your foes defeated. You look for It is not hard to find him. He's sitting in his throne watching you. You aren't sure how he was able to get there unobserved. Perhaps he was concealed there all along, hidden by illusions and misdirection. He does not speak, he only nods. He rises, steps forward, brandishes a spear, and adopts a battle pose.
Na, mal gucken, was er macht. Okay. Nicht so viel. Wir sind allerdings zugegebenermaßen auch ziemlich gut. Suddenly stops attacking. He bends his knee and turns his torso. He's clearly about to make a berserk swing, smashing everyone nearby. Okay. Warum hat das Spiel uns jetzt das mitgeteilt? Ich meine, so schlimm ist das doch nicht. Machen wir einfach weiter, so als wäre nichts. Okay, das habt ihr gemeint. Okay. Guter Hinweis. Ich meine, das kannst du jetzt ja nicht gleich normal machen, oder? Will ich hoffen. Okay, das machst du jetzt immer oder wie? Schauen wir mal. Ich meine, wir könnten auch einfach eine Invulnerability Potion trinken, dann würde sich das Problem auch lösen. Na, kriegen wir ihn kaputt? Come on. Sehr gut. You've managed to slay the strongest Lith in all of Avernum, the leader of the barbarian Sliths that have been rampaging through your land. Not all of the Sliths are evil. With gone, it is possible that the kinder faction will gain strength. Even if they don't, the evil Sliths have taken a grievous blow. You take the talk of leadership from his corpse as proof of your accomplishment. Okay. Aber wir haben hier noch ein paar Sachen, die wir vorher erledigen müssen. Nämlich, die hier leben immer noch. Ups.
Okay. Bloodspear. Kann man verkaufen. Das Item ist ein Quest-Item, ne? Ja. Okay, haben wir den Hinterhalt ja ganz gut überstanden. Ich meine, er hat mit seiner Special Attack da ganz gut zugeschlagen. Okay, da ist irgendwas. Das wollen wir ihm lassen. Okay. Poison und Battle Frenzy. Okay. Wir kommen in den interessanten Bereich. Little Bernie. Okay. Okay. Wein brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr. Thick book. Try to decipher it. It's called there are from variety different faiths. Must have contemplative side. Once the scroll is on your tongue, it describes an interesting ritual. Knowledge of the spell divine fire here. Okay, ist es der, den wir mal benutzen? Ja, okay. Okay, Divine Fire Level 3. Okay. Okay. Das heißt, da waren die drin oder hat sich hier was getan? Okay, okay. Keine Ahnung, was wir gemacht haben. Die haben wir vielleicht durch die Knöpfe ausgeschaltet. Weil das sieht wieder so aus wie klappt auf und wir fallen runter.
Invulnerable. Du hast eins. Du hast Potions. Du kannst auch mal eins gebrauchen. Du eigentlich auch. Wir kommen jetzt in den Bereich. Zwei an dich. Steel Breastplate kann man verticken. Wärtner ist ein bisschen hinterher, also kriegt Wärtner. Okay, und ich glaube, damit haben wir das hier erledigt. Ich meine, es wird ja auf keinen Fall auch noch einen Hinterhalt geben, wenn wir versuchen, hier das Level zu verlassen. Das ist ja undenkbar. Hier mal reingeguckt. Ne? Ja. Ja, ich glaube, ich war überall. Wie sind wir hier nochmal rausgekommen? Da offensichtlich, okay, und da warten sie auch auf uns. Okay. So, komm, Perks, jetzt muss meine Stimme noch die paar Minuten, bis das Video vorbei ist, durchhalten. Ich fürchte, danach wird es weniger gut sein für mich. Ihr habt nämlich, wie ihr vielleicht hört, so eine leichte Erkältung. Und hier wollen wir runter, ne? Ja. Die scheint sich im Moment in den Hals zu begeben. Zumindest fühlt sich das so an. So, wie kommen wir hier raus? Da ist unser Boot. Wir wollen zu unserem Boot. Wie kommen wir zu unserem Boot? Unser Boot. Hier kommen wir zu unserem Boot. Okay. So, da haben wir das ja erledigt. Dann schicken wir unser Boot jetzt mal da wieder dahin, wo es hingehört. Damit wir es dann auch wiederfinden. Und dann müssen wir mal zu King Micah und ihm Bescheid sagen, dass wir das erledigt haben, was wir erledigen sollten. Hier sind. Wer wollte noch mal die...
Denn nicht irgendwer. Nee, der war auch im Castle, ne? Ja. Und wer wollte nochmal die Einbars haben? City of Blosk. Haben wir dann. Blosk war in der Nähe von Damen, ne? Vielleicht können wir da auch noch eine Quest abschließen, das wäre ja super. John Helen, da. Hallo du. Was zum einen? And she gives you a nice compact pouch of money in return. Okay. Okay. Ich glaube, das ist eine von den Quests, die einfach nie verschwinden. Weil ich glaube, so viel Einbars, wie die Leute haben wollen, gibt es im Spiel gar nicht. Oder irgend sowas. Ist ja im Endeffekt auch Wurst, aber hätte ja sein können, dass das die zwei entscheidenden gewesen wären. Aber naja. So, dann wollen wir hier im Castle erstmal zu Bent. Ich habe keine Ahnung, wie er da hinkommt. Das ist so unpraktisch designt, dieses Castle. So, hier. Magical Notes, okay. So, und wir kommen jetzt zum König. Der König war hier, ne? Hallo König. Must die. Erde ist tot. King Micah watches you. His old eyes have been damaged by long years in the dim light of this land, but they are still piercing and analytical. They watch you, not missing in details, searching for ways that you can be used to self a venom. I have slain King of the Evil Slith. King Micah is truly impressed. Amazing! A mortal foe of Avernum gone forever. We of Avernum are truly in your debt. He claps his hand and a large sack of coins is brought to you. Adventurers of your skill and strength are very useful. I regret to say that I don't have any other task for you at the moment. Perhaps soon I will. Until then, best of luck to you. Tell me about our enemies. Zarkai, you are the king. What are the joys of our lands? Were you chosen? How did your magic come to arrive? Rebel leader? Where's the government? Sonnership is inadequate. We are threatened. This is council. The abyss. Okay. Okay. Können wir mal kurz? Okay, weiter geht's. Ja, dann können wir ja mal gehen, wollte ich sagen. As you're about to leave, a soldier wounded and wearing torn armor staggers into the room. Oh. Dramaturgie. When he finally catches his breath, the words spill out. Fought remote. Demons, they charged us from the east, surprised us. Only I got away, dozens of them. There was no hope. Guards take him away for good. For nee. Verzeihung. Guards take him away for food and healing. King Micah says, this is grave news indeed. Come back here and speak with me, adventurer. The people of Avernum seem to have a mission for you already. Was? Ja, ich stehe doch hier. Na gut. Is there anything you would like me to do now in light of the attack on Fort Remote? As a matter of fact, yes, Fort Remote is to the southwest of here. Weiß ich.
A short and unthreatening journey. Go there, investigate and find out who attacked it. Come back and report to me when you know. And if the attacker is still there? That strikes me as unlikely, but if this turns out to be the case, I trust your judgment. You have earned that much. Okay, that's all. Okay, quest received. Okay. Okay, ja, das könnten wir jetzt theoretisch machen, aber ich merke, wie mein Hals anfängt, weh zu tun. Ich würde Folgendes vorschlagen, dieses Video wird etwas kürzer. Wir machen jetzt hier einen Cut. Wir haben ja immerhin besiegt und ich meine, das ist ja eigentlich auch genug für ein Video. Und dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Wir können ja noch das versuchen, das Schloss zu verlassen. Oder wir können auch noch Sachen verkaufen. Das kann ich noch schnell machen, bevor ich das vergesse. Können wir das hier? Ach nee, das habe ich immer im Dings gemacht. Ne? Ach, draufgeschissen. Wir gehen jetzt einfach und machen dann beim nächsten Mal Investigate Fort Remote. Because the specific report paint Fort Remote has been destroyed to surprise attack. Go there, try to find out what who was behind the attack and report back. Okay, das machen wir dann beim nächsten Mal. Dann sehen und hören wir uns da wieder. Bis dahin. Tschüss.